Wer beim Herbstglühen in der Motorsportarena in Oschersleben von vollem Programm spricht, neigt eigentlich schon zur Untertreibung. Von 9 bis 22 Uhr herrscht buntes Treiben auf und neben der bekanntesten Rennpiste Sachsen-Anhalts. Mehr als 20 Programmpunkte heizen den Besuchern ordentlich ein. Die Supermoto Stunt Show ist einer davon. Und mit dabei Andreas. Mal ein paar Motomoves zeigen, statt nur Rennen zu fahren, ist ihm wichtig. So kriegt man natürlich auch ein super Gefühl für das Motorrad, für den Sport und auch für den Asphalt und die Reifen. Und somit kommt eins zum anderen. Dann probiert man natürlich, wie funktioniert das Motorrad auf dem Hinterrad, wie funktioniert es auf dem Vorderrad. Und dann merkt man, oh cool, das macht Spaß. Vor allen Dingen kann ich damit auch Leute begeistern. Und genau das ist der Effekt. Also man gibt was und man bekommt ganz viel wieder von den Zuschauern. Die interessieren sich heute allerdings nicht nur für die Stars auf der Piste. Fernab davon stehen beim heutigen Herbstglühen immerhin auch die Flitzer der vergangenen Jahrzehnte bereit, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Highlight heute für jeden Oldtimer-Besitzer: einmal mit seinem Vehikel auf der Rennpiste fahren. Dafür hat sich auch Uwe hier in seinem Barkas gemeldet. Dieser Barkas ist Baujahr 1985, ursprünglich ein Krankenwagen gewesen und ist 1985 auch ausgeliefert worden an das Deutsche Rote Kreuz in Oschersleben, lief dort als Wagen Nummer 7. Bis 1992 aktiv im Einsatz und wurde dann abgestoßen und ersetzt durch neue Technik. Ich putze jetzt die Scheiben nochmal, dass wir, wenn wir hier auf der Rennstrecke mal so eine Runde drehen können, das Baujahr 86, und da freue ich mich drüber, dass so ein altes DDR-Auto hier auch nochmal so eine Chance hat, um hier so ein bisschen mitzufahren. Ja, das ist ja nun schon ostdeutsches so Kultur. Ja, und er ist von den alten Bundesländern, da habe ich mal fahren lassen, da hat er jemand gefragt, wo ist denn hier der Tank, wo kann ich denn hier mal eigentlich Benzin einlassen? Ja. Da habe ich gesagt, nein, der Tank, dann müssen wir hier aufmachen. Und der Tank ist dann hier nicht vorne. Jungen Bengel, das erstmal zeigen, dass hier der Tankverschluss ist, weil er hier 19 Jahre alt ist und kennt sich ja als die DDR-Autos gar nicht so aus. Auch für den gebürtigen Australier Ben sind die Oldtimer beim Herbstglühen der Motorsportarena ein echter Hingucker. Zumal er eigentlich nur zum Gasgeben hergekommen ist. Eine positive Überraschung also, dass hier heute für ihn noch mehr abgeht, als sich nur aufs Bike zu schwingen. Dennoch schlägt dafür natürlich sein Herz am meisten. Er kennt sich eben aus mit guten Rennstrecken. Oh, it's a good track. I live in Berlin, so the best track near Berlin is Oschersleben. Es ist eine super Strecke hier. Ich wohne mittlerweile in Berlin und neben Berlin ist das hier in Oschersleben die beste Strecke. Auch Australien hat schöne Pisten, Phillip Island zum Beispiel. Das Wetter ist meistens gut und dann geht's nach dem Rennen eben an den Strand zum Surfen. Der Strand ist gerade mal 3 Kilometer von der Piste weg. Das gibt's hier leider nicht. Na, wenn das mal nicht ein guter Punkt für kommende Projekte rund um die Motorsportarena ist. Etwas Strandfeeling hier und da schafft sicher Gemütlichkeit. Die strahlt Dean hier allerdings weniger aus. Mit gerade einmal 11 Jahren fährt er wie ein Meister seiner Klasse. Man muss halt konzentriert sein oder auch konzentriert bleiben. Es ist schon echt cool, weil auch Kartfahren selten ist. Und wenn man halt so in den Kurven ist, denkt man sich so, wenn man es geschafft hat, so puh, nächste Kurve. Und alle, die noch nie die Chance hatten, einmal selbst am Kartsteuer zu sitzen, bitte jetzt einsteigen, es geht ab. Eine Runde nach der nächsten heizt, ist es bei Supermoto-Fahrer Andreas etwas ruhiger geworden.
Er ist 5 bis 6 Mal im Jahr hier in der Motorsportarena und immer wieder fasziniert er selbst Kollegen mit seinem Motorbike. Es ging einfach um den Hinterreifen, weil durch diesen Rolly nennt man das, also ein Burnout in der Bewegung, lässt man doch schon sehr viel Gummi auf der Strecke. Und hier ist einfach der Reifen, ja, der lebt immer noch, der ist noch nicht geplatzt. Ich denke, das schaffen wir heute noch. Aber das ist halt doch schon gerade was Besonderes, weil es eben ja, bisher noch nicht geklappt hat. Ziel, Reifen zum Platzen bringen, auch mal was anderes. Wenn er so weitermacht wie hier, sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und ob er hier auch das gleiche Ziel hat, ist zu bezweifeln. Fest steht aber, er hat beim Herbstglühen in der Motorsportarena seine eigene Strecke gefunden.